Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ein paar Leute den Weg gefunden haben. Wahrscheinlich liegt es an Schlafstörungen, nehme ich an. Oder ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es parallel zwei andere Vorträge gibt, die durchaus interessant sind. Also ich bin nicht böse, wenn jetzt jemand geht. Ansonsten begrüße ich auch recht herzlich die Leute am Stream oder die das in 100 Jahren aufgezeichnet sehen. Und ich möchte mich im Vorhinein schon mal bedanken bei Peter Wasil, der das Projekt mit mir gestartet hat, und bei den Behörden, die da mitgemacht haben, und natürlich auch bei den Leuten von OpenStreetMap. Aber dazu komme ich. Ja, wer von euch ist denn ein Autofahrer? Ich sehe fast alle, die sich melden. Wer hatte denn schon mal mit einer Umweltzone zu tun? So, ja, ungefähr dieselben, ein bisschen weniger. Und wie viel hatten dann negativ mit einer Umweltzone zu tun? Einer, zwei. Oh. Okay. Gibt es Behördenmitarbeiter im Publikum, die sich outen möchten, die schon mal mit mir das Thema Umweltzone angegangen haben und versucht haben, diese Daten freizugeben? Ich sehe ja niemanden. Okay. Ja, wie gesagt, das Thema ist schon ein paar Tage alt. Hinter mir am Slide steht 17 Monate. Das ist der 1. Oktober 2013. Da haben wir mit dem Projekt gestartet. Und ich habe mal ein paar Screenshots mitgebracht. Die App ist für Android verfügbar und hat vom Funktionsumfang halt das, was man hier sieht. Also die Umweltzone wird auf einer Karte dargestellt. Ich kann mir verschiedene Städte selektieren. Es gibt 50 Umweltzonen in Deutschland. Und zu der Umweltzone der Stadt habe ich dann noch eine Information, seit wann ist es dort, gibt es irgendwelche Sonderregelungen und auch Links ins Internet. Was es zusätzlich noch gibt, ist eine FAQ-Liste, also die häufigsten Fragen, die so auftreten. Die kann man da nachschlagen, sowas wie: Was bezahle ich denn, wenn ich jetzt irgendwie doch da parke? Sind inzwischen 80 Euro. Und ansonsten ist die App in Deutsch und in Englisch verfügbar, da ich festgestellt hatte, dass einige Leute aus den Nachbarländern tatsächlich dann auch die App benutzt haben. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht nett, wenn ich das auf Englisch auch verfügbar mache. Gut. Was ist eine Umweltzone? Ich habe nicht auf Wikipedia zurückgegriffen, sondern das Umweltamt bemüht. Und da erwartet einen auf der Startseite auch gleich ein kleiner Absatz. Und ja, was ich eigentlich an dem kleinen Satz interessant finde, ist halt hier unten der letzte Teil: Befahren ist verboten. Und das ist ja eigentlich der Sachverhalt, der uns als Nutzer dann interessiert. Ich habe übrigens gar kein Auto. Insofern bin ich kein Nutzer, aber das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Ja, Umweltzonen gibt es in ganz Europa, da gibt es einige. Ich habe das Thema für Deutschland gestartet, das lässt sich sicherlich ausweiten. Da habe ich aber noch nicht weiter gearbeitet. Im Moment gibt es nur deutsche Städte in der Anwendung. Wenn man in Deutschland guckt, dann findet man die genannten 50 Umweltzonen und die verstreuen sich halt auf die großen Städte und Industriezentren. Und da gibt es beim Umweltbundesamt eine Karte, da kann man das nachgucken und das gibt es dann nochmal in anderer Form und auch als Liste. Und interessanterweise ist es aber nicht Sache des Umweltbundesamts, sich darum zu kümmern, sondern die Städte selbst bzw. die Kommunalregierungen geben das dann heraus. Ja, für Münster kann man sich das mal angucken, da gab es diese Karte. Ich war nicht in der Lage, weiter rein zu zoomen. Man sieht das, da ist Münster. Und ich konnte tatsächlich nicht weiter hineinzoomen, was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn ich da mit dem Auto hinfahre und sehen will, wo kann ich parken oder wo kann ich nicht parken. Und dafür gibt es da unten noch so ein PDF, wenn man das aufmacht, dann
kriegt man so ein PDF, da steht halt ein bisschen Text und wieder eine Karte. Und in der Karte gibt es einen Link zu noch einer Karte. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man auf die Webseite der Stadt Münster und da gibt es tatsächlich eine Karte, die ist ganz gut. Da kann man die Straßen erkennen und farbig hinterlegt ist halt, wo man parken kann. Oder nicht. Ja, ich sage immer parken, also reinfahren oder nicht reinfahren, ist ja die Frage. Ja, das Problem ist, es ist ein PDF. Und ich habe ja den Ansatz verfolgt, diese Informationen, die Koordinaten, die Lage der Umweltzone auf einem mobilen Endgerät verfügbar zu machen. Und dafür brauche ich halt die Koordinaten. Und die kann ich aus diesem PDF halt schlecht extrahieren. Da kommen wir auch zum Hauptpunkt dieses Vortrags. Geht halt um die Datenquellen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als wir begonnen haben, dieses Projekt anzufangen im Oktober 2013, da haben wir quasi eigentlich nicht eine Vorrecherche gemacht, ob es die Koordinaten digital verfügbar gibt. Wir haben halt angefangen, haben geguckt, gibt's eine Karte und die haben wir dann tatsächlich abgepaust, zum Beispiel mit QGIS. Und das funktioniert halt so gut, wie die Karte ist, die veröffentlicht wurde. Also da gab es halt PDFs und Bilder teilweise oder so Geoportale, wo man sich das schon sehr genau angucken kann. Aber ich kann es nicht exportieren und in eine andere Anwendung bringen. Und die Daten, die halt hier angefallen sind, die haben wir abgepaust. Das heißt, der Weg war jetzt nicht so der optimale. Eine zweite Möglichkeit, die sich nach ein paar Monaten ergeben hat, war, dass ich darauf kam, man könnte mal in OpenStreetMap gucken und da gibt es halt auch ein paar Umweltzonen, hier wieder Münster als Beispiel. Und da lässt sich das exportieren. Da muss man sich halt mit der Schnittstelle beschäftigen. Das ging aber dann irgendwie. Die Problematik bei den OpenStreetMap-Daten ist, dass ich für die Anwendung einen Koordinatenverlauf brauche, der im Kreis geht. Welche Richtung ist egal, weil das halt in der Anwendung so abgebildet wird. Und in OpenStreetMap ist es teilweise dann beim Export nicht so, dass die in dem Kreis verlaufen, was ein technische Herausforderung ist. Was es auch gibt, sind Umweltzonen, die ganz anders aufgenommen wurden. Da wurden nämlich die Straßen als Umweltzone markiert. Das sieht dann so aus. Da kann ich im Moment auch noch nichts anfangen mit, weil ich das nicht konvertieren kann. Wer da Tipps hat, darf gerne sich melden. Das heißt, die beiden Städte sind auch aktuell noch nicht in der Anwendung. Ja, und als drittes gibt es offizielle Anfragen. Man kann E-Mails schreiben, man kann das Informationsfreiheitsgesetz zu Rate ziehen. Und das habe ich gemacht und habe damals ans Umweltbundesamt geschrieben oder an einzelne Städte und habe halt gefragt, ob sie mir die Daten maschinenlesbar zur Verfügung stellen können. Und ja, da gab es dann Antworten, die mich halt nicht zufriedengestellt haben. Einmal lag halt die Verantwortung bei den Städten und es gab halt auch eigenartige Aussagen, weil sowas wie, dass die grafische Visualisierung nur den ungefähren Eindruck vermitteln kann. Und dann dachte ich, aber ich will ja nicht die Strafe bezahlen. Also so ungefähr, das nutzt mir irgendwie nichts. Ja, heute stehe ich mit dem Projekt hier. Das heißt, es gibt die Version 2.3.0. Und an den Sprüngen versuche ich darzustellen, sind halt etliche Städte dazugekommen, gerade jetzt in diesem Jahr. Und ja, es fehlen, glaube ich, noch 5 oder 6 Städte, nach 17 Monaten immer noch. Und die Verteilung der Daten sieht ausgewogen aus. Wenn man da mal reinguckt, sieht man, dass die Städte tatsächlich in der Unterzahl sind und über die Hälfte der Daten aus OpenStreetMap kommen. Was für mich eigentlich traurig ist, weil es sollten ja offizielle Informationen sein, die Städte herausgeben. Ich stehe da halt auch immer so zwischen den Stühlen. Einerseits finde ich es gut, dass das aus OpenStreetMap kommt, aber andererseits ist natürlich das Problem, wenn
wenn das irgendwann mal vor Gericht gehen sollte, weil jemand aufgrund der Anwendung halt ein Problem hatte, eine Strafe gezahlt hat, dann würde ich schon zu den Städtedaten tendieren. Was ich mir wünsche, wäre eine Kommunikation, dass man den Städten halt auch mitteilen kann, dass die Daten vielleicht an einigen Stellen nicht stimmen. Es gibt so Beispiele, da ist das Straßenschild in eine Einbahnstraße gesetzt worden und man kann sozusagen 50 Meter in die Straße reinfahren, aber man kann ja nicht zurückfahren. Und das macht dann an der Stelle keinen Sinn. Und sowas gibt's halt. Und da haben halt die Mapper gesagt, wir wissen es besser, weil on the ground sieht man halt, was los ist. Und da kann man die Daten teilweise wirklich noch verbessern. Und das wäre halt schön, wenn man da mit den Städten reden könnte. Ja, es gab eine Wochenaufgabe zu dem Thema, das will ich nur kurz erzählen. Da haben sehr viele mitgemacht, da kamen einige Städte neu dazu. Und was halt sehr gut war, wir haben an einem Tagging-Schema gearbeitet, da haben sich ein paar Leute hervorgetan. Ich selber bin nicht in dem Tagging-Thema so stark drin, deshalb habe ich das irgendwie nicht forciert. Aber man hat halt dort das vereinheitlicht auf den Städten, die bisher vorhanden waren. Das war natürlich sehr hilfreich für mich auch, dass ich das besser abfragen konnte. Ja, die Sachen findet man auch immer noch im Wiki und auf Twitter und ich habe versucht, das so ein bisschen zu begleiten. Es gab zwischenzeitlich auch ein Hack-Weekend in Berlin. Da gab es noch ein anderes Projekt zum Thema Umweltzone und zwar habe ich versucht, eine Oberfläche zu bauen, die mir grafisch zeigt, was hat sich geändert vor der Wochenaufgabe, nach der Wochenaufgabe, so dass ich sehe, wo wurde die Geometrie geändert. Weil mich interessieren sozusagen die Tags eigentlich gar nicht, weil ich die für die Anwendung ja nicht benutze. Mich interessiert halt wirklich, hat sich geometrisch was geändert. Und das konnte ich anhand der Change-Sets halt relativ schlecht sehen. Und ich wollte halt einen visuellen Eindruck dazu. Das ist auch Open Source, wie die Anwendung auch. Da bin ich noch in der Entwicklung und versucht das halt jetzt mal online zu stellen, findet man aber im Internet. Ja, die Weiterentwicklung, da gibt es viele Punkte. Eins, was hierher passt, ist natürlich, man könnte ja auch einfach mal OpenStreetMap als Layer für die Karten benutzen. Das ist halt dem geschuldet, dass es am Anfang schneller ging, dass ich Vorerfahrung hatte mit Google Maps. Dann kann man natürlich die ganzen Städte vervollständigen und kann das internationalisieren. Viele haben sich schon eine Alarmfunktion gewünscht, dass man, wenn man in die Zone reinfährt und dann per GPS festgestellt wird, wo man sich befindet, dass man einfach einen Alarm kriegt. Suchfunktion, das ist ein bisschen aufwendiger, wenn man dann irgendwo das wieder auflösen muss. Die Straßensuche, das weiß ich nicht, ob ich das leisten kann. Und ich habe auch darüber nachgedacht, direkt die Daten aus OpenStreetMap zu lesen. Das heißt, wenn sich was ändert, dann bemerke ich das und dann könnte ich das wieder publizieren, vielleicht mit einer manuellen Freischaltung dazwischen. Das wäre spannend. Ja, die App ist Open Source, findet sich auf Bitbucket. Es gibt auch im Rahmen von Code for Germany eine Projektbeschreibung. Die findet ihr, ansonsten findet ihr das Programm halt im Play Store. Ihr könnt das natürlich auch selber kompilieren. Und ja, ich freue mich immer über Fehlermeldungen, Verbesserungsvorschläge und ja, Nutzerrückmeldungen. Es gibt aktuell, zu meinem Erstaunen, gibt es über 800 aktive Nutzer. Installationen gibt es doppelt so viele. Da haben sich das Leute angeguckt und halt wieder deinstalliert. Aber über 800 Leute nutzen die Anwendung. War mir nicht bewusst, dass es so viele Leute gibt, weil es ist ja eigentlich ein Nischenthema. Viele Leute haben halt aktuelle Autos und ja, aber es nutzen tatsächlich Leute und das freut mich. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und eröffne hiermit die Fragerunde.
Du hast gesagt, in den zwei Städten, wo die Straßen getaggt sind, da hättest du noch keinen, wäre deine App noch nicht fähig, das zu machen. Hast du mal mit der Community gesprochen darüber? Ja. Dass die vielleicht das so machen, dass es auch so wie in den anderen Städten ist? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht ewig dabei bei OpenStreetMap und kenne die Regularien sozusagen noch nicht so richtig. Ich habe mit der Community geredet im Rahmen dieser Wochenaufgabe und da wurde einmal das Tagging-Schema vereinheitlicht und ich hatte halt auch darauf aufmerksam gemacht, dass dort halt die Straßen ganz anders oder das Gebiet ganz anders getaggt ist. Und ich glaube, der Konsens war, ja, wenn jemand will, dann kann er das ja einfach auch nochmal auf die andere Art darstellen. Und ich sehe die Relevanz natürlich auch. Das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Wenn man irgendwie eine Routing-Software schreibt, dann ist das mit den Straßen wohl ganz clever. Und ich habe da nichts dagegen. Das ist ja bei OpenStreetMap nur auch so, dass es halt einfach verschiedene Sichtweisen gibt. Ich habe sozusagen selber nicht den Aufwand getrieben, das jetzt nachzuzeichnen, weil ich das auch einfach deshalb nicht machen will, weil ich keine Ortskenntnis habe. Und die lokalen Mapper haben in dem Sinne jetzt nicht reagiert, dass sie das für mich jetzt nochmal anders machen würden. Da gab es halt die Auffassung, dass das so auch interessant ist. Und ja, da bin ich an der Stelle erstmal nicht weitergekommen. Das war aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich relativ wenig Daten hatte. Ich glaube, das war so die Hälfte der Städte. Und ein großer Sprung kam jetzt halt nochmal dadurch dazu, dass ich nochmal ganz viele Städte angeschrieben habe. Und das hatte ich unterschlagen. Es gibt so eine Kontaktfunktion in der App. Ich habe sozusagen alle Städte aufgeführt und der Nutzer kann bei den Städten, wo halt keine Geometrie verfügbar ist, eine E-Mail selber abschicken. Das heißt, ich habe das ausgelagert, dieses Anfragen an die Städte, und jeder Nutzer kann mit einem einfachen Klick eine E-Mail, die vorgefertigt ist, abschicken. Und da kam tatsächlich relativ viel Feedback und da hatte ich zweimal innerhalb kürzester Zeit 13 Städte dazu bekommen. Das war schon sehr hilfreich. Also bevorzugst du die Stadtdaten? Ich bevorzuge die Daten, die die Wahrheit sagen. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, das Schönste wäre halt, wenn man schafft, dass die Leute, die sich vor Ort halt mit diesen mit der Umweltzone beschäftigen, dass da eine Kommunikation mit der Stadt geschieht und die denen vielleicht einfach mitteilen, da habt ihr die Ecke vielleicht nicht so genau gemalt, weil da ist das Schild zwar da, aber es macht keinen Sinn. Und vielleicht stellen die auch das Schild um. Und das wäre irgendwie in unser allen Interesse, denke ich. Und ja, deshalb ja, habe ich da keine Antwort drauf, was jetzt besser ist. Ich sehe das halt aus Nutzersicht. Die erste Frage ist, warum hast du dich für einen Polygon und nicht für die Straßen entschieden? Und die zweite wäre dann, wenn du dich für die Straßen entschieden hättest, ich denke an die Schildregister der Städte, also da kommt man leichter dran. Da hat man zwar dann eher das Problem, dass da nur die Straßennamen dran stehen, also man kommt nicht ganz an die Dichte dran, aber man hat schon mal eine Annäherung. Die erste Frage, warum ich die Straßen nicht genommen habe, sondern das Polygon, das ist einfach eine grafische Entscheidung am Anfang gewesen. Ich wollte halt irgendwie so ein Overlay draufpacken auf die Karte, sodass man grafisch sieht, was der No-Go-Bereich ist. Das könnte man auch mit den Straßen machen, ja. Gibt es keinen besonderen Grund. Das hat sich halt so ergeben, weil die alle anderen Städte es halt so auch publizieren. Und das Schilderregister ist mir nicht bekannt. Ich brauche aber für die Anwendung halt konkrete Geokoordinaten. Und wenn dann die Schilder die auch nicht herausgeben und die halt mit einer Adresse oder so kodiert sind, dann habe ich halt da auch wieder einen Mehraufwand. Und das ist natürlich halt auch einfach dann irgendwann zu viel.
Da gibt es noch eine Frage. Hast du dir mal überlegt, ob du Source auswertest? Weil es gibt sicher Städte, wo das von der Stadt kommt, was in OpenStreetMap steht. Was meinst du mit Source? Jeder Tag in OpenStreetMap hat einen Source, also wo kommt das Ganze her? Ja. Und dann steht wahrscheinlich Stadtverwaltung oder was auch immer. Also es stehen halt Sachen drin, die darauf hinschließen lassen, hat der Mapper jetzt, ist der da gewesen, hat das Umweltzonenschild angeguckt oder wie hat er das bekommen? Ja, ja. Ich habe da verschiedentlich reingeguckt. Es ist auch so, dass ich ein paar Städte dazu bewegt habe, diese Daten offiziell freizugeben, also nicht nur an mich per E-Mail zu schicken, das ist auch passiert, aber halt auch wirklich auf die Webseite zu tun als Open Data. Und da war natürlich auch dann immer die Frage, was ist das für eine Lizenz und kann ich das in OpenStreetMap reinschmeißen? Und das gibt es mit Sicherheit. Allerdings hatte ich dann auch immer so das technische Schwierigkeiten, wie das in OpenStreetMap landen sollte und habe mir da einfach dann Hilfe im Forum gesucht und so weiter. Ja, also um die Frage zu beantworten, das gibt es mit Sicherheit, ich habe das aber nicht ausgewertet. Und ja, das wäre sozusagen im Rahmen dieser visuellen Auswertung vielleicht interessant, dass man nochmal guckt, wo kommt das her und wie hat sich die Geometrie verändert. Dann herzlichen Dank für den spannenden Vortrag und dann bitte ich den nächsten Vortragenden, damit wir wechseln können. Vielen Dank dir nochmal. Danke.